Hey und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Sims Mobile und diesmal sollte auch der Sound mit dabei sein. Also beim Test eben war er es zumindest und ich hoffe, das ist jetzt so und wenn nicht, dann ist das halt so. Ja, wie ihr seht, bei mir steht unten bei den Missionen mal wieder 10, da stand ja vorher gar nichts. Ich habe nämlich alle Missionen erfüllt gehabt und dann war hier einfach nichts mehr, aber jetzt habe ich wieder neue und ich kann endlich Simcash verdienen. Ja, mal. Um dann auch mal den dritten Platz irgendwann freizuschalten. Und die zeitlich begrenzte Frühlingseiersuche hat begonnen. Und ich habe mir überlegt, wir machen das jetzt hier ein bisschen zusammen und fangen damit an, Sticker zu verteilen. Ja, wir haben hier nämlich schon mal eine Person. Die Claire. Kriegt erstmal fabelhaft. So. Ich habe... wollte ich sagen. Jetzt habe ich mich selber aus dem Konzept gebracht. Super. Okay, der können wir nichts geben. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Stadt mit Rosalie. Weil am Marktplatz werden schon genug Leute rumhängen. Ja. Sammel Eier und erhalte ein Häschen. Das Häschen wollen wir auch. Ja. Ist okay. Wir haben es verstanden. Fangen wir hier mal an bei Geo. Geo sieht fit aus. Genau. Bitte nicht aufhängen, ja? Und dann haben wir hier irgendwas Blaues, das ist cool. Ra-im-Gil. Ra-im-Gil, ja. Okay, machen wir mal so. Jetzt haben wir schon sogar zwei Sachen von der To-Do-Liste mit abgeschlossen. So, jemand muss etwas über die Eier wissen. Schließe zwei Beziehungsereignisse ab. Das passt perfekt. Ich habe nämlich extra beide hier gerade mit der Arbeit fertig machen lassen. Warum ist die in meinem Haus? Das geht ja mal gar nicht. So. Dann darf er jetzt einen Mini-Urlaub auf Balkonien machen. Und wir gucken mal schnell. Den Tag haben wir sogar schon genutzt. Mensch, Sticker haben wir auch schon 3 vergeben. Wir können übrigens in Izzys Boutique jetzt ein neues Kleidungsstück machen. Das zu Hause verschonern, genau. Verschönern werden wir auch mal gucken. So. Wir sorgen vielleicht erstmal dafür, über Freizeitaktivitäten reden. Das ist doch ein guter Plan. Dass die Zeit hier schneller voranschreitet. So, ich trinke nebenbei noch ein bisschen meinen Tee, nicht wundern. Dann können wir ein Koop-Spiel spielen. Okay, das macht man, indem man ein Glas Cola trinkt. Ist ganz normal. Oh, jetzt ist der Tisch kaputt, ey. Das ist der Tisch, ja. Zählt das auch für Simoleons für zu Hause ausgeben? Nein. Aber ich habe doch meinen Tisch repariert. Beim Tanzen näher kommen. Tanzt ihr euch jetzt an? Was macht sie denn da? Holy shit, ey. Ich weiß ja nicht, ob ihr euch so näher kommt, wenn du wie ein Freak tanzt. Aber gut. Alles klar, alles klar. Romantisches Spiel spielen. Dann macht mal. Wow. Bist ein Talent. Zusammen Saft genießen. Oh, gucke mal, ich habe dir einen Saft mitgebracht, meine teuerste. Ist der nicht lecker? Der ist so braun und sieht aus wie Cola, aber hey. Einen schnellen Kurz zu erhaschen. Ob das auch schief gehen kann? Mal gucken. Oh, ich bin ja so ein Styler, Mensch. Gedicht vorlesen. Guck mal, ich kann einen Regenbogen mit meiner Hand machen. Allein deswegen muss es schon funktionieren, was ich hier mache. Mann, bin ich gut. Mann, Mann, Mann. So. Das ist ja eh in unserer To-Do-Liste. Und jetzt kriegt unsere Freundschaft, glaube ich, auch ein Level ab, oder? Genau, wieder mal Partner werden. Ich würde auch langsam mal Kinder machen. Bald. Weil ich habe jetzt die Geschichten hier langsam mal also ein bisschen... Ach, du bist's. Oh Gott.
Oh Gott. Überlegene Moves demonstrieren. Was machst du denn da, du Lappen, ey? Oh. Dieser Blick von ihr, ey. Letzten Snack essen. Guck mal, ich esse jetzt meinen letzten Snack vor dir weg. Ja, mach doch, ich spiele halt am Handy, mein Gott. Das ist super. So, er ist nämlich Anwalt Level 4, Gitarre Level 4. Soweit habe ich dir jetzt gebracht. Bei ihr muss ich mal gucken. Sie ist Mode Level 5 und. Sag mal, was soll das hier? Siri ist echt ein Problem. Und Vinyasas, ey. Ich möchte mal Vinyasas sagen, aber es ist ja Yoga. Yoga Level 3. Wo geht sie jetzt hin? Nee, komm mal zurück hier, Alter. Hallo? Okay. Es ist auch gut. Versuchen? Oh nein, das hast du nicht. Ach du Scheiße, ey, das leicht vergiftete Beziehung. Okay, versuchen, obskure Beleidigungen zu äußern. Warum brennt deine Hose? Was stimmt mit dir nicht? Alter, um dir fliegen Planeten raus, musst du gerade sagen. Schnippelfähigkeit. Diese leicht vergiftete Liebesbeziehung, ey. Ich hoffe, wir kriegen zwei Mädchen. Ich möchte zwei Mädchen haben. Ich habe nämlich letzte Generation vier Jungs bekommen. Ja. Gib mal mit Tanzschritt an. Stell dich dahin, tu nichts. Das ist das Beste, womit man angeben kann. So, er kann jetzt hier schon mal die Toilette und die Dusche benutzen, um Energie wieder aufzufüllen. Bett ist sogar auch bereit. Das ist ja nicht schlecht, ne? Wie ist es mit ihr? Das braucht noch ein bisschen. Gleich ist die Dusche kaputt. Ey, ich sehe es schon kommen. Unauffällig auf Bildschirm schielen. Ah, die zocken oder so. Cool. Wow. Moment mal, ist das eine SMS von deinem Ex-Partner? Ach komm schon, ich bin mit all meinen Verflossenen befreundet. Bist du eifersüchtig? Ja, ich sehe da ein Herz-Emoji. Ich wusste nicht, dass das so schlimm ist, ey. Diese Ex-SMS hältst du also für unwichtig? Du setzt unsere Beziehung aufs Spiel. Deine Verflossenen bedeuten dir mehr als ich. Warum sagst du mir nicht einfach, was du wirklich fühlst? Oh, ich werde dir zeigen, was ich wirklich fühle, du sarkastischer Jammerlappen. Ey, das ist eine Liebesbeziehung, die ist überhaupt nicht zum Scheitern verurteilt. Nein. So. Dann haben wir schon mal ein Ei gekriegt. Ein kurzes Nickerchen müsste helfen. Okay. Von versteckten Eiern träumen. Tja, alles klar, mach mal. Wir haben das Regal hier bei den Mädels platziert, da. Schnarch einfach wie so ein sonst was, ey. So. Suche danach, indem du drei Karriereereignisse abschließt. Ach du Scheiße, ey. Gut, dann werden wir wohl mal Karriereereignisse machen, ne? Das heißt, du gehst mal zur Arbeit. Wir machen einfach kurze Schichten. So mit ihr auch. So. Ist einfacher, sie von hier zur Arbeit zu schicken, haben wir ein Ladebildschirm weniger. Hust. Sie wird Stilberater, cool. Wusste ich gar nicht. So, jetzt kommen nämlich meine mittlerweile 10 angesammelten Cupcakes langsam mal zum Einsatz. Wir werden das hier nämlich hinkriegen. So, ich möchte nebenbei aber gerne auf eine Party gehen. Achso, wir müssen ja erstmal. So. Destiny veranstaltet eine Geburtstagsparty. Shiva, Jojo, Pop. Wir gehen erstmal zu Destiny, die ist nämlich in meiner Freundesliste. So. Geil. So, hallo.
Mimi Rose ist fabelhaft. Wir stellen uns mal freundlich vor. Geburtstagsparty von Tori. Kein Problem. Dann sehen wir mal ein Geburtstagslied mit Mimi, Queen und Delilah. Partyspiele mit Tori, Queen und Mimi. Was macht die da bitte? Nein, 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 das habt ihr nicht gesehen, Leute. Nein, ich hab das nicht gemacht. Nein. Unterstellt mir doch hier nichts. So, wir werfen mal Snacks. Buninate, genau. So singe ich auch immer Geburtstagslieder. Wir werden Essdemonstrationen machen. Ein paar Sticker können wir noch verteilen. Gucke mal, ich kann Pizza essen, meine Freunde. Ich bin so super. Fabelhaft. So, jetzt stellen wir uns dem Geburtstagsmenschen auch mal vor, nachdem wir die Party schon voll mitgemacht haben. So, Delilah. Guck mal, ich bin Rosalie, du sein Delilah. So, chillen hier noch irgendwelche rum? Haben wir der schon? Ja, die haben wir schon was gegeben. Mehr Leute sind hier aber auch gar nicht, oder? Meine Party ist übrigens auf Level 4 zu Ende gegangen. Ich hätte aber auch keinen Bock, da wie noch weiter zu spielen. Nein, geh von der Geburtstagstorte weg. Oh, hier können wir noch cool vergeben. Queen Royal. Mensch. So, jetzt müssen wir noch eine Sache machen. Oh, dieses Gesinge, ne? Wir haben eine Partytorte erhalten. Juhu. So. Destiny, deine Party war der Burner. Okay. So, jetzt werden wir aber mit ihr wieder zur Arbeit zurückgehen und unseren Hannes hier holen. Wir rufen den mal schnell herbei. Mit seinem Anwaltskostüm rennt er jetzt zu Shiva auf die Schlemmerparty. So, Shiva kennen wir gar nicht. Wie wohnt die denn? Mit einem Herd draußen? Ganz normal. So, erstmal gehen wir Temposachen weiter an Hanna. Wer hat Geburtstag? Roland. Ach nee, Roland schlemmert nur, der hat gar nicht Geburtstag. Das ist hier eine super Sache hier, ne? Ich meine, den Raum könnte man noch sinnvoller nutzen, aber gut. Was macht er denn da? Egal. Hier ist ein Hähnchen. Wir werden Hähnchensachen knabbern. Warte, wir können mal was mit Roland machen. Irgendwann ist das seine Party, ne? Emilia ist der Party beigetreten, Mensch. So, wir gönnen uns hier erstmal das Hähnchen in der Küche. So, und dann können wir ja mal den Leuten Hallo sagen. Roseanne sieht fit aus. Ich gebe hier einfach nur irgendwie die Dinger. Huch. Oh, Level 7 mittlerweile, cool. So, Roland ist fabelhaft. Hallo Roland. Ah, na Roland, alles fit. So, dann haben wir hier Kochfähigkeiten. Gehen wir mal vor Marvin an, vor Camila und vor Hanna. So. Gucke mal, Leute. Ich kann etwas auf den Herd stellen und es auf den Boden fallen lassen beim Kochen. Bin ich nicht geil? So, Marvin sieht fit aus. So, wir kommen hier ganz gut voran mit der Party. Oh, hier ist einer, der sieht aus wie wir. Und zwar Vincent de Noel. Ja, das ist einer, der gefällt uns hier, ne?
Gucke mal, du bist voll mein Seelenverwandter, Brudi. Du bist ja voll der Geile. Huch. Danish Guster. Okay, hallo. Hallo, mein Freund. Wir können uns noch am Salat vergreifen, sehe ich gerade. Mit Livia. Mit Rihanna. Ich mache Übersachen mit Rihanna, ist kein Problem. Und mit Vincent. So. Hab ich schon wieder Nachrichten oder was? Partychat. Kann mir mal gucken. Shiva. Help, guys. I mean, hello. Ach so. Hello, guys. Okay. Ja, läuft. Was haben wir hier? Destiny. Da gibt's, glaube ich, kein Partychat, oder? Nö. Bei mir war auch mal mehr los im Partychat. Ich habe schon wieder eine Partytorte verdient. Huch. Level 10. Sehr schön. Hab da gut gemacht, meine Freunde. Eine Sache können wir noch machen. Wir sagen Floyd, dass er cool ist und stellen uns ihm vor. Ein Stickerfehler. Ja, dann halt nicht. So. Unsere 10 Partypunkte sind getan. Wir werden jetzt Anwaltssachen erledigen. Schicken Schreibtisch genießen. So, wir sind sehr seriös. Hallo, Herr Anwalt, wollen Sie mich nicht beraten? Nein, ich genieße gerade meinen schicken Schreibtisch. Tut mir leid. Im Team theorisieren. Okay, machen wir mal. Später, wenn die Level 10 sind, könnt ihr richtig geil... Kann man die Blume angucken, mit Pflanze üben. Ja, auf jeden Fall. Unzurechnungsfähigkeit empfehlen. Also wenn ich sie so sehe, sagen sie einfach, dass sie unzurechnungsfähig sind. Sonst haben sie keine Chance, glauben sie mir das. Aber dann komme ich doch in so eine Anstalt. Nein, 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 nein. Offenheit drängen. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Egal. So. Isaiah ist etwas älter geworden. Wenn er hier sein vorletztes Merkmal hat, sollten wir soweit sein, dass wir Kinder und so großzügig Anmeldebelohnung. Er ist ja wie blöd, ne? Talentiert in Hobbys. Ist nicht verkehrt, ne? Ja. Machen wir mal, dann geht das Gitarre vielleicht ein bisschen geiler. Fakten zusammentragen. Er hat ja sein Bett noch gar nicht benutzt, das können wir vielleicht mal machen. Erstmal labern wir mit Leum. Heißt der Leum? Ja. Leum Hope. Ganz normaler Name heutzutage. Gute Arbeit, meine Freunde. Wir sind ein Anfängeranwalt, aber das ist kein Problem. So, wir müssen ja noch eine Schicht machen. Plop, plop. Wir gehen jetzt mal nach Hause. Rufen unseren Anwalt mal herbei. Ich finde geil, hier brennt der übrigens auch, die Anwaltshose. Ist sehr geil. So, Powernickerchen. Und wir müssen die gleich nochmal umdesignen, glaube ich. Also umziehen. Ja, das Bett. Dass das bei einmal Schlafen so aussehen kann. Aber ich sage da nichts zu. Ich sage da nichts zu. So, jetzt gehen wir zurück zur Arbeit, mein Freund. Anliegen abschätzen machen wir mal. Nee, Verfügung verfassen. Wir wollen ja unterschiedliche Dinge mal machen, ne? So. Aussehen ändern. Wir ändern mal die Schuhe. So. Kann da auch gleich so mit rumlaufen. Ne? Auf die Schuhe gucken wir ja jetzt eh nicht so, ne? So, Anliegen abschätzen, dann haben wir nämlich das auch hier erledigt. Jetzt müssen wir noch Geld für zu Hause ausgeben. Oder für hier. Oder fürs Modeatelier, da können wir mal gucken. Ich glaube, so viel können wir jetzt hier auch nicht machen. Das ist halt alles so teuer, ne? Aber wir kriegen auch Simcash, wenn wir unsere Dings aufwerten. Ich guck mal bei Rosalie. Da können wir bestimmt eine Sache hinstellen, die jetzt nicht ganz so teuer ist. So, Modekarriere.
Die Damenkollektion, das ist es. Die hängen wir jetzt auch hier hin. Dass wir hier nur eine Damenkollektion hinhängen können. So, wir machen die natürlich so. Das passt nämlich zu ihr. Die Lifestyle-Lokomotive, die ist dabei. So, Herrenkollektion, die können wir gleich daneben hängen. Die hängen wir mal so ein bisschen versetzt, oder? Machen wir die mal in blau. Haben wir sonst noch was? Wir können hier noch so Sachen platzieren, aber irgendwie, es bringt jetzt auch hoch. Bringt jetzt auch nicht die Welt, ehrlich gesagt, ne? Vielleicht noch so Lampen. Ja, wir machen das mal. Wir platzieren mal Lampen. Und zwar platzieren wir hier eine hin. Dann über den Laufsteg am besten. Wir können keinen über den Laufsteg machen. Aber hier in die Ecke vielleicht. So, machen wir das so. Spiegel. Wir übertreiben es hier mit Spiegeln, ey. Es ist kein Problem. Ich will das hier wegnehmen. Geht das? Ja, Mann. Hässlicher Wandspiegel, ey. Also sowas kommt mir hier nicht unter. Wir nehmen gleich den fetten Spiegel. Das passt doch. Eigentlich können wir... Nee, wir können gar nichts mehr. Gut zu wissen. Lifestyle-Lokomotive, wir gucken mal. Nächste Stufe, wir brauchen noch ein bisschen. Und, achso, wir müssen mal gucken, Lifestyle-Lokomotive, wo ist die denn da? Wenn wir Design-Pionier werden, können wir unser Land erweitern. Hab ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Egal, wir machen das dann. So, wir können hier abholen. Wir nähern uns dem Level ab. Das geht eigentlich recht schnell, finde ich, wenn man so ein bisschen am Spielen ist und dann auch mal so Cupcakes und sowas ausgibt. Wenn man so ein bisschen sammelt, ist nicht schlecht. Agentur freischalten. Übrigens, die kostet richtig viel Geld. Wir können ja zu ihm mal gehen. Oh, sie wird auch älter. Etwas besser in allen Karrieren. Wir haben jetzt ja schon kreativ. Das war für die Modekarriere, ne? Machen wir allgemein nochmal besser in Karrieren? Ja, ne? Komm, machen wir. So. Wir werden aber in der nächsten Folge ein bisschen weiterspielen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.